Wir bauen die allerbeste Stadt. Ja, wir bauen sie. Naja, vielleicht. Vielleicht lassen wir. Du, André, kannst du uns helfen? Ja, ich kann euch mal versuchen. Okay. Hey Michi. Hey Enrico. Na, wir bauen die beste Straße. Nein, also. Und wir haben ein Anliegen. Ja, wir brauchen Hilfe. Sag. Ja. Ja. Und zwar, ich hätte wahnsinnig gern so eine geile Stauferstraße. Aber nicht, dass wir uns missverstehen, ja, es sind also zwei. Ja, also ja. Meine rote und die andere. Und die andere. Ich habe dir ja schon eine Farbe geschickt. Wie meintest du, war die ja, Farbe? Ja, die sieht so stützstrumpffarben aus. Deswegen sind wir hier. Wir brauchen offensichtlich Hilfe. Ich habe dir schon geschrieben, ich hätte eigentlich wahnsinnig gern so eine Drop-Top. Ja. Also das ist ja irgendwie Body, aber obendrauf eine schöne Ahorndecke. Ja. Ist das irgendwie, ist sowas schwer zu machen eigentlich zum Beispiel? Oder? Ja, machen kann man schon. Alles. Machen kann man alles. Ja. Das ist doch super. Kann man eigentlich irgendwie beschreiben, wie sich der Sound eigentlich entwickelt? Oder was da, ist irgendwas Besonderes auch soundmäßig dran, wenn da so eine Ahorndecke drauf ist für dich? Oder wie würdest du sagen? Es gibt ja mittlerweile diese Streitereien mit diesem Herrn Professor und so weiter, wo die Leute diskutieren, dass Holz überhaupt keine Einwirkung hat auf den Sound von der Gitarre und dass es eigentlich völlig egal ist, was man macht. Ganz so ist es nicht, ne? Gell, weil das Holz gibt immer noch eine Resonanz, eine Resonanzfrequenz, wenn man das anfasst, das Material klopft drauf, es gibt einen Ton von sich und den kann man sehr wohl beeinflussen. Ne? Entweder, dass der Ton höher klingt oder tiefer klingt, gell, je nachdem, was es von der Holzart ist und wie lange der Ton klingt. Ne? Aha. Ja, und da kommt dann eben schon das mit der Decke ins Spiel. Die Decke bremst ein bisschen den Anschlagsdynamik, macht ein bisschen das Attack weg zugunsten von etwas längerem System. Weil es ist ja dann, ich meine, das ist jetzt also als Laie gesprochen, so Les Paul-artig, oder? Richtig, das ganz Konzept genau, ist ja das, dass ich das ist ja auch die Idee dahinter. Und das ist auch, warum eine Les Paul klingt wie eine Les Paul, warum die eine längere Sustain hat als eine Strat. Ja. Das ist nicht der eingeleimte Hals, der macht im Prinzip gar nichts aus. Okay. Aber die aufgeleimte Decke und eben auch die Art der Seitenaufhängung und wie es einfach zusammengeleimt ist und gemacht ist aus den mehreren Teilen gegenüber einer Strat der Unterschiede. Ja, interessant. Ja, weil ich meine, ich habe ja eine von dir, die, ich würde sagen, eine reguläre, ein Vollholz-Body sozusagen und deswegen auch die Idee, jetzt natürlich was anderes zu haben, wie das, was vorher da war. Und ich hätte wahnsinnig gern einen Ahornhals. Also kein kompletten Ahornhals. Ja. Weil die andere hat Rosewoods und das ist auch was ich wahnsinnig toll finde, wenn so ein satiniertes Finish, irgendwas, wo man wirklich das Holz noch fühlt, also nicht so lackiert, sondern irgendwas, wo man wirklich irgendwie noch mehr das Gefühl hat, man hat Kontakt mit dem Holz oder sowas, sowas finde ich zum Beispiel. Mach ich dir gerne. Ne? Ja, super. Wir können den Hals dann eben auch, weil da spielt da genau das Gleiche wieder rein. Mhm. Ein Hals ohne Griffbrett, also ein One-Piece-Neck, der ist immer dynamischer, knalliger, schneller von der Tonansprache. Okay. Und einer mit Griffbrett bedämpft das Ganze ein bisschen. Dafür, dass der Ton länger schwingt. Ne? Mhm. Das ist wie so ein Xylophonstab. Wenn man da drauf klopft, dann klingt der auch länger und kürzer. Und es so, weil das so eine Aushöhlung irgendwie drin hat. Und beim Hals ist es eben mit dem aufgeleimten Griffbrett, wo dieses Schwingungsverhalten einfach unterstützt. Ne? Das ist interessant, eigentlich geht dann die interessant zwischen Drop-Top, Body und Maple-Neck-Hals, oder was meinst du? Der Hals wäre dann praktisch nicht so bedämpft wie mit dem Rosewood-Griffbrett, aber der Body vielleicht schon? Ja, macht das Sinn? Die könnte man machen. Okay. Man könnte aber auch ein Maple-Griffbrett drauf machen. Ah, okay. Auf den Ahornhals. Ja. Dann hast du praktisch den Ahorn-Ton, der hat ja ein gewisses Höhenspektrum. Ja. Und hättest du eben gleichzeitig eben dieses etwas längere Schwingen von dem aufgeleimten Griffbrett. Das ist natürlich eine Entscheidung, die man treffen muss. Das wäre eine ganz gute Idee, ne? Das ist interessant. Also würdest du das bevorzugen? Gegenüber einem kompletten Maple-Hals einfach einteilig? Bei der Gitarre mit der aufgeleimten Decke glaube ich schon. Ah, interessant. Ja, weil sie das beides ein bisschen unterstützt. Ja. Und könnte ich mir ganz gut vorstellen, ne? Interessant, ja. Okay, dann hätten wir schon mal das sozusagen die Grundelemente schon mal einigermaßen gefixt, oder? Kommt halt auch ein bisschen drauf an, was du so genau machen möchtest mit der Gitarre. Ja. Ja, willst du einfach jetzt irgendwie Begleitung schrammeln damit oder willst du jetzt mehr Solo spielen oder willst du das mehr als Allround-Instrument
Oder soll das einfach ein Rockbrett werden? Oder, ja, oder nee, willst du so ganz filigrane Sounds machen? Ne? Ja, das ist interessant. Interessante Frage. Ich meine, die Staufe, die ich habe, ja, die hat auch diese Blues-Pickups drin. Ja? Mhm. Das heißt, die finde, die klingt sehr voll und eher mittig. Ja. Und ist eher, sag mal, eher eine geile Blues-Gitarre, die aber nie schrill wird. Ja. Ja, das heißt, ich finde das ein super ausgewogenes Instrument. Ja. Ja? Die hat richtig Dampf. Ja? Und die könnte eigentlich filigraner sein. Ja, eigentlich ein bisschen, ich habe eben gedacht, vielleicht auch eher die Vintage-Pickups da rein. Mhm. Bin aber eben nicht sicher, bin nicht so erfahren, was so diese Drop-Top-Geschichte angeht. Die könnte ich mir eher ein bisschen, sag mal, crisper und ein bisschen feiner vorstellen. Ja. Ja. Was wäre dann irgendwie die richtige Wahl in dem für sowas? Vielleicht wäre dann doch dieser einteilige Hals ganz interessant. Gerade wenn du die cleanen Sounds spielst, die ein bisschen perliger sein sollen, es reagiert ein bisschen dynamischer. Mhm. Und der Ton ist direkt nach dem Anschlag ein bisschen leiser geworden. Ne? Also vielleicht ist es dafür genau richtig. Ne? Okay. Weil würde sowas auch harmonieren, dann eben zum Beispiel mit eher dem Vintage-Set? Ja. Weil sowas ich habe einmal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du warst mal beim Workshop bei uns und du hattest eine cremefarbene Strat dabei mit Maple Griffbrett. Ja. Und die fand ich Hammer, weil die so ganz anders klang wie die ich habe. Ja. Ja, die war brillant, aber nicht, hat keine Höhen, die irgendwie wehtun. Manchmal hat man so eine Strat, wo du denkst, boah, das ist irgendwie richtig, die muss sofort die Höhen runterdrehen. Ja. Aber das waren schöne Höhen. Ja. Ja. Und das fand ich zum Beispiel super. Ja. Die schönen Höhen kriegst du. Top. Mach ich dir. Top. Da streiche ich das Holz ein bisschen. dann sind wir schon happy. Ja. Dann bin ich eigentlich prinzipiell schon so in die Richtung, sollte es gehen. Eben aber trotzdem mit dem Humbucker hinten, der splitbar ist. Und jetzt haben wir vorher schon kurz geredet. Ich meine, interessant wäre jetzt zum Beispiel, ob ich so einen Clapton-Boost dann da reinbaue. Der klingt wunderbar, wenn du jetzt eine ganz normale Strat hast, sowas wie das hier, drei Single-Coils. Okay. Na, und du willst den Steg-Single-Coil aufblasen, damit der Verstärker richtig verzerrt und übersteuert wird. Ne? Da finde ich den als wirklich ganz brauchbar dafür. Er hat ja auch dann keinen Höhenboost, sondern boostet hauptsächlich in den Mitten, wo an die 5 verzerrten Sound gut ist. Ne? Wenn du jetzt eine Gitarre hast mit Humbucker hinten drin und willst den noch zusätzlich boosten, ich glaube, das ist dann wirklich ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Ich verstehe. Ja, ist mehr eine Single-Coil-Anbindung. Ja. Also wenn du die Edge-Stufe übersteuern willst, das ist sicherlich eine gute Idee. Ne? Aber vielleicht willst du auch den ganzen Amp noch mitbenutzen für einen Ton. Klar, das macht Sinn. Das macht Sinn, ja. Was sagst du? Nein, Maple Neck Griffbrett hast du? Ja, ist nicht meins. Ist nicht deins? Nee, gar nicht. Warum? Das ist nicht so mein Spielgefühl. Ja. Also ich mag aber schon. Ich kenne dich auch schon seit vielen Jahren und du hast immer mit Griffbrett gehabt. Genau, Instrumente. Genau. Ja. Aber was ich natürlich auch gerne hätte, ist so dieses Gefühl, also keinen lackierten Hals zu haben, sondern eben also die Rückseite, dass das wirklich so ein bisschen dieses Satin, dieses französische satiniert. Ja. Das ist das so Markenzeichen von mir auch, dass ich die Rückseite wie abgespielt ist, Staufer Real Vintage, Neck Finish nennt sich das dann. Geil. Und das ist praktisch nur der Halsfuß und die Kopfplatte lackiert, aber da, wo du angreifst, dort ist der Lack weg. Mhm. Ja. Das ist also wie ein alter Hals, der abgespielt ist, der rutscht dann auch genauso gut. Mhm. Ja. Super. Wunderbar. Genau. Und hardware-mäßig, also ich würde es einfach da ganz normales irgendwie Vibrato-System drauf tun und vielleicht Locking-Mechaniken. Kann man gut machen. Gibt es irgendein Vibrato-System, das du gerade irgendwie so, es soll jetzt wirklich auch ganz normales, eher Vintage-mäßiges sein? Also ich mag, wenn es verstimmungsfrei sein soll oder wegen verstimmungsarm, sagen wir mal so, dann ist dieses Wilkinson VSVG-Tremolo wunderbar dafür. Das ist auch auf der anderen drauf, genau, das ist genau. Super. Das finde ich gut. Das hat einfach keine Schrauben, die oben rausstehen aus den Seitenreitern. Wenn die Hand auflegst zum Seitendämpfen, es tut nichts weh. Mhm. Es ist alles festgeschraubt, das kannst du nicht von alleine verstellen, also ausgezeichnet. Ah, super. Ja. Genau, und es hat so spezielle Lochbohrungen. Ich kann das nachher mal herholen und mal zeigen, wie das ausschaut. Und da sieht man, dass es viel weniger Reibungspunkte hat als ein normales Drum. Dann sind wir eh schon eigentlich ziemlich durch, oder? Oder was gibt es sonst noch für wichtige Punkte zu klären? Die Farbe natürlich. Ja, mit dem Humbucker haben wir ja schon geklärt, den Staufer 57er. Genau. Machen wir hinten rein. Warum, kann man auch ganz einfach erklären, weil das der einzige Humbucker ist in meinem Programm, ich weiß nicht, ob es andere auch noch gibt, die ähnlich tun, die mehr wie ein Single-Coil-Pickup reagieren. Mhm.
Das heißt, so die Anschlagstechnik, wie du machst, das kommt alles mehr singlekeulig rüber. Also die meisten Hamburger, die neigen dazu, den Sound ein bisschen zu verwaschen, ein bisschen weich zu machen, ein bisschen wumpfiger irgendwie. Und das stört viele Stratspieler. Mhm. Und bei diesem Hamburger ist mir aufgefallen, da sind die Stratspieler begeistert. Ne? Mhm. Also irgendwas kann der offensichtlich anders, auch von der ganzen Tonauflösung her, als ein normaler Humbucker. Und deswegen harmoniert er sehr gut mit den Single Coils. Und das kann man auf jeden Fall mit den so Vintage kombinieren. Mhm. Ja, und hat dann eben schöne, perlige Zwischenposition-Sounds, wenn man beide Pickups anhat. Also das kommt wirklich sehr schön. Super, ja. Und mein Gott, schaltungstechnisch gibt es natürlich alle möglichen Sachen, die man noch machen könnte, gell? Irgendwie, was ich oft interessant finde, auch bei der Schaltung, ist, wenn man eine Tele-Zwischenstellung hat. Mhm. Ja, wenn man die äußeren beiden irgendwie. Ja, das ist eine gute Idee. Man kann mit der Schaltung viel machen. Der Tom Anderson hat ja diese Schaltung erfunden, dann mit diesen 4 Mini-Schaltern. Mhm. Ja, werden ja manche verrückt davon, wenn sie so viele Schalter sehen. Mhm. Manche andere lieben das. Mhm. Ja, und es gibt aber auch spezielle 5-Weg-Schalter, die man von den Positionen her frei belegen kann. Mhm. Das heißt, wenn du sagst, du spielst den Mitten-Pickup alleine nie, dann kann man dort den Steg und den Hals-Pickup zusammen kombinieren, dann hast du diese Position auch. Ganz genau. Das und ein 5-Weg-Schalter, der dir keine Rätsel aufgibt beim Ganz Spielen. Genau, ja. Mhm. Wird es denn überhaupt noch Sinn machen, dass man diesen 57er Humbucker splittet irgendwie? Ja. Schon, oder? Und zwar automatisch mit dem 5-Weg-Schalter. Ja. Ja, also wenn du in die Zwischenposition gehst und hast einen Mittelpickup zusammen, dann wird die eine Spule des Humbuckers ausgeschalten. Der Sound ist dann bummfrei, weil der Mittelpickup Reverse Mount und Reverse Polarity ist. Und es klingt einfach ein bisschen dünner, ein bisschen strattiger, ein bisschen schöner. Ja, genau. Ja, und was man dann noch zusätzlich machen kann, ist, wenn du auf Humbucker geschaltet hast, dass man eben dieses Push-Push-Pudi, was wir vorhin noch besprochen hatten für deine Paul Red Smith, dass man das für Serie-Parallel-Schaltung macht. Okay. Ja, das heißt, der Humbucker läuft praktisch mit 2 Spulen parallel, klingt wie ein Single-Coil, einen ganz kleinen Ticken fetter und brummt nicht. Ah. Ja, das habe ich schon gehört. Ein paar Kunden, deren bevorzugte Position an diesem Humbucker ist der Parallel-Modus. Mhm. Weil er klingt fast wie ein Single-Coil, nur er brummt nicht. Ne? Interessant. Er hat ein bisschen mehr Power als ein normaler Strat-Single-Coil und das ist genau das, was man brauchen kann. Perfekt. Und mit dem Schalter zum Umschalten einfach draufdrücken, dann ist er aus und wieder draufdrücken, ist er wieder an. Dann hast du alle Möglichkeiten drin. Super. Mhm. Das heißt, alles, was bleibt, ist noch ein paar Stützstrümpfe zu organisieren, damit du die Farbe richtig... Ja, genau. Ja. Dass sie die Farbe abnehmen kann. Oh yes. Ah, das wäre mein Ding. Ja, das können wir machen. Oder? Ja. Was Halsprofil ist vielleicht noch so eine... Halsprofil ist natürlich eine Sache. Ne? Mhm. Halsprofil ist für mich tatsächlich total schwierig. Mhm. Mir gefällt ja so viel. Aber definitiv, ich mag kein... Also ich bin eher... Ich habe ja wahnsinnig große Hände. Mhm. Ich mag eher eigentlich schmälere oder dünnere Hälse. Ja. Ja. Und zum Beispiel der da hängt, den Hals finde ich zum Beispiel Wahnsinn. Bei dieser schönen Tele da hinten. Den findest du gut? Den finde ich super. Ja. Ist der jetzt eher... Hol's mal her. Gerne. Aber ich meine, das ist ja allein schon deswegen, weil das sich so gut anfühlt. Ja, klar. Also, das ist für mich ja mit das Entscheidendste halt bei einem Instrument. Wie fühlt es sich so auf den ersten Griff sozusagen an? Und das ist natürlich... die linke Hand und der Hals, das ist natürlich... das ist... traumhaft. Also sieht schon mal so einladend aus. Das ist das, was du gemeint hast, ne? Dass es hier nur ganz so genau satiniert richtig. Ist und hier ganz lackiert genau. und da unten am Ganz genau auch. Richtig. Vielleicht kann man das praktisch mal hier zeigen. Lackiert, weil die meiste Feuchtigkeit am Holz geht immer an der Stirnseite rein. Das heißt praktisch oben am Hals und unten. Ne? Das heißt, wenn Luftfeuchtigkeitsschwankungen sind, dann kommt hier, wenn nicht lackiert ist, das ist nämlich die Feuchtigkeit viel schneller rein oder raus. Das heißt, der Hals neigt dann leicht zum Hin- und Herarbeiten. Und wenn es lackiert ist, bleibt er länger stabil. Ne? Das ist ja verrückt. Hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, dass natürlich die größere Fläche, praktisch die Rückseite des Halses, natürlich die ganze Feuchtigkeit dann ist nicht. Okay. Das ist da außen an meinem Haus. Die Holzbretter sind alle so gemacht, dass diese Seite, also praktisch die Längsseite, an der Fassade dran ist.
und dass die Stundenzeiten immer abgedeckt sind. Mhm. Es sind keine Stundenzeiten offen, deswegen kann das Holz viel, viel länger halten, weil die Feuchtigkeit in die Stundenfläche eben reingeht und dort eben das Holz zerstört. Ja. Interessant. Ja. Also das und was beim Hals bei mir auch ein spezielles Feature ist. Ich muss vor allem, weil mich der Hals interessiert, würde ich gerne einmal kurz in die Hand nehmen. So. Wie würdest du das Profil jetzt beschreiben? Was ist das? C, D oder UV? Ja, das ist auch so eine Sache. Schwierig, oder? Total schwierig. Jeder Hersteller versucht, irgendwas zu schreiben, wie sein Hals ist. Warum? Ist auch ganz einfach. Weil es gibt so viele Gitarren, die schauen alle gleich aus. Mhm. Ja, und wie willst du im Internet eine Gitarre verkaufen, ohne eine exakte Beschreibung? Ne? Mhm. Deswegen gibt es ein D-Profil, ein V-Profil, ein was weiß ich was Profil. Mhm. Und nachher wundert man sich, warum das Profilangabe von einem Hersteller mit dem anderen überhaupt nichts zu tun hat. Was jeder Hersteller jetzt da doch ein bisschen andere Vorstellungen hat. Mhm. Der Hals muss in der Hand liegen. Die Hand, das sieht man hier gut, die ist asymmetrisch. Mhm. Das heißt, wenn ich den Hals asymmetrisch mache, weil so umgreife ich den, dann liegt er besser an der Hand. Mhm. Ja, und viele gehen halt daher, eigentlich die meisten Hersteller, die haben einen symmetrisch runden Hals hinten. Egal mit welchem Profil, der liegt immer irgendwie ein bisschen sperrig in der Hand. Interessant. Ja, und ich bearbeite jede Halsrückseite extrem lange eben durch Schleifen, eben mit meiner eigenen Hand, so als ob ich auf dem Instrument spielen würde, dass der einfach diese Form auch annimmt. Ne? Ah, das ist man schleift es zuerst natürlich hin und macht es mit Fräswerkzeuge bzw. Raspeln und allem Möglichen und zum Schluss wird eben ewig geschliffen, um eben dieses Profil zu haben. Ne? Mhm. Und was dann für mich auch sehr wichtig ist, ist, dass diese Kante hier, da hält das Instrument gerade mal in den Bildschirm, dass diese Kanten hier abgerundet sind. Mhm. Ja, weil jede alte Fender-Strat, wo man die Hand nimmt, ist hier extrem abgerundet. Okay. Und zwar nicht, weil die schon immer so waren, sondern weil sie abgespielt wurden. Mhm. Ja. Genau. Ja, und deswegen denkt man immer auch bei den alten Gitarren, warum liegen die so verdammt gut in der Hand? Mhm. Das ist eins der Geheimnisse. Interessant. Und die ersten Paul Smiths, also deine, wo du früher hattest, die hatten das noch im Prospekt beworben, dass die Griffbettkanten gebrochen und abgerundet sind, damit es sich anfühlt wie ein ausgewaschenes altes T-Shirt. Mhm. Einfach das Lieblings-T-Shirt. Ne? Mhm. Und irgendwann haben sie es weggemacht und haben es nicht mehr gemacht und jetzt sind die alle scharfkantig und sehen hauptsächlich noch gut aus. Mhm. Okay. Aber das sind so kleine Features, wo man machen kann. Ne? Verstehe. Und dann ist natürlich ein Thema die Sattelbreite, oder? Ja. Was sagst du? Also was ist das bei Fender-artigen Gitarren nochmal irgendwie? Der ist so knapp 42 mm. Ein Fender-Hals ist so 41,75. Ah ja. Und der ist knapp 42,5 so um den Dreh, ein bisschen breiter. Aber man kann auch das breiter machen. 42,9. Man kann es auch 44 machen. Nee, ich finde zum Beispiel den Hals. Finde ich super. Das heißt, asymmetrisch heißt jetzt, er ist... Der höchste Punkt ist nicht in der Mitte, sondern er ist in Richtung A-Seite verschoben. Ah, das ist ja interessant. Und da muss der Daumen auch noch irgendwo hin. Das heißt, diese Sache muss so abgerundet sein. Es muss so ein bisschen geht in die V-Richtung. Mhm. Nicht extrem, weil sonst gefällt es den Leuten wieder nicht. Ne? Mhm. Ja, aber so, dass der Daumen auch wieder irgendwo... Hat eigentlich einen guten Schöne Halt Spitze hier. Genau. Ja, so, sind wir durch mit deinem... Ich glaube, ich bin durch. Ich bin jetzt schon völlig geblättet. Ich meine, jetzt geht's aber los. Wollen wir mal eine richtige Gitarre zusammenstellen. Also ich meine... So, also. Gut. Enrico. André, die Farbe. Oh. Ja, wir fangen mit der Farbe an. Das wir machen diesmal grün. Ganz genau. Grün ist auch schöne Farbe. Grün ist eine wunderschöne Farbe. Jägergrün. Nein, pass auf. Tatsächlich ist es so, ich stehe total auf Wimbledon, aber Ferrari ist einfach vorne. Also wenn wir überhaupt im Korpus sind. Welches Rot? Rot ist doch... Ja, genau. Rot ist ja nicht rot. Nee, das stimmt. Also du kennst ja meine Tom Anderson, die ist dieses Translucent Red, glaube ich, heißt es. Genau. Das heißt, man sieht noch so ein bisschen die Maserung durch. Und aber ich glaube, ich hätte gerne eine, voll deckenlackiert. Deckenlackiert. Ja. Und das in einem Rot, das so diesem, also dieses Fiesta Red,
ist ja dieses, ist so ein bisschen dieses Michael Landau Rot. Das ist ja nicht so, ist nicht so ein Ferrari leuchtendes Rot, das ist so ein bisschen. Ja, das geht so in die orangene Richtung. Genau, praktisch, ne? Also wenn es ja ausgebleicht wäre. Ja. Ein Rot, das mal ein bisschen ja an der Sonne gewesen ist, ja, ein paar Jahre. So. Vielleicht was dazwischen. Ah ja, wir können im Prinzip jede Farbe mischen, gar keine Frage. Okay, okay. Ja. Und von Fender gibt es halt dieses Dakota Red, das ist roter, mhm, aber mit so einem Schwarzstich drinnen. Ne? Mhm. Da muss man mal Bilder anschauen. Also das Beste, was stimmt, immer das ist, Dakota ist. Ja. Bild im Internet suchen, mhm, also richtig ein schönes Foto finden, mhm, und mir das schicken als Vorlage, dann kann man das so entsprechend, mhm, machen. Okay, also Dakota Red könnte so das, ja, das Stichwort sein. Ja. Ne? Genau. Und dann wäre... Also Body Shape klassisch, klassisch straight. Also klassisch hier mit Stott, der, genau. Genau. Und dann, was gibt es noch zum Body zu sagen? Ja, klar, Humbucker, Single Coil, Single Coil. Mhm, genau, dasselbe Thema. Kein Pickard, doch Pickard, mit Pickard. Ja, schon, ja, ja, mit Pickard unbedingt. Pickard ist also das Schlagbrett. Ja. Schlagbrett. Und... genau, und dann Fünffachschalter. Ja. Klassisch, das gefällt mir. Ja. Also eigentlich so Vintage. Mhm. So, jetzt kommen wir dann wahrscheinlich zum Tremolo. Also. Ja. Sag's nicht. Soll ich nicht sagen? Du bist nicht ernsthaft. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, er will das gar nicht. Also. Glaube ich auch nicht, dass er das will. Ich glaube, das willst du gar nicht. Die wissen alle schon, was ich sage. Wenn das damit kommt, was ich meine, dann wird, war das ein kurzes Gespräch. Aber ich gleich da die Tür nehmen. Oh Gott, nein. Nee. Ja, komm, lass es raus. Also, lass es raus. Ich habe auf die schöne, auf der schönen Chavelle habe ich jetzt einen Vega-Trend, ja, drauf gemacht. Und bin recht zufrieden damit. Zwei Kleinigkeiten, die, ja, tatsächlich nerven, die müssen noch behoben werden. Das eine ist, dass der Arm zu hoch ist. Mhm. Für mich, für meine Spielweise. Ich habe es gerne, wenn ich praktisch die Hand aufliegen habe, mhm, dass ich nicht so arg nach oben knicken muss, um den, mhm, Hebel zu, sondern der muss irgendwie, weil ich mache ja keine wahnsinnigen extremen Divings, ja, da irgendwie mit dem. Mir geht es eher darum, so ein bisschen viel Vibrato mit den Fingern, mhm, zu ersetzen, ja, mit dem, ja, und. Und deswegen ist der zu hoch und die haben gesagt, sie kriegen welche, weil sie haben das schon von mehreren gut gehört. Okay. Aber das wäre auch mein Vorschlag gleich gewesen, beim Hersteller zu fragen, ob die, ja, ja, ja. Und dann wäre noch, dass der ganze Block rutscht. Ich lebe jetzt damit, dass es halt immer so diesen einen, mhm, Millimeter runterrutscht. Das merke ich sofort, ja, weil irgendwann mal rutscht mir halt die E-Seite, mhm, die hohe E-Seite, mhm, weg. Dann mhm, habe ich mir angewöhnt, das Ding jetzt einfach mal nach oben zu schieben. Die kannst du mal mitbringen, die Chavelle, ja, dann schaue ich mir das mal genauer an. Okay. Ob man das Problem irgendwie anders in den Griff kriegen kann. Mhm. Ne? Ja. Ich habe das Vega ehrlich gesagt nur einmal auf dem Tisch gehabt, mhm, für einen Kunden, der wollte das in seine Tom Anderson-Gitarre drin haben. Das habe ich mir dann eine Woche lang angeschaut und dann gesagt, du holst beides wieder ab. Ich mache dieses in deine Tom Anderson-Gitarre nicht rein. Mhm. Das war noch eins ganz am Anfang, wo es noch keinen Vertrieb und nichts gab. Vielleicht war das auch ein Vorserien-Teil, mhm, ich weiß es nicht. Mhm. Das war extrem scharfkantig. Mhm. Okay. Und nicht schön aus fürs Auge. Mm. Okay. Also auf jeden Fall auf dieser, war auch so Quilted Maple, so ein ganz tolles Instrument. Mm. Konnte ich nicht machen. Also mir gefällt es. Es ist so das ist so gesandstrahlt. Ja. Und also matt. So. Mhm. Und der Look gefällt mir total gut. Ja. Auch die Haptik so, das anzufassen, den Hebel, mhm, und so. Man hat auch die Überwurfmutter, das gefällt mir sowieso, mhm, gut, das Prinzip, ja, der Überwurfmutter für den Hebel. Mhm. Ja, das ist praktisch gut. Dann, ja, wenn man das festmacht, dann, genau, dann hält das eine ganze Zeit lang, ja, da, wo es soll. Klar, verstehe ich. Und genau. Und es ist vor allem Floating, das heißt, mhm, ich kann rauf und runter, mhm, problemlos. Das heißt wirklich, der Einbau war so, wie, mhm, sie es beschreiben, super, ja, easy. Altes Ding raus, mhm, die vier Schrauben rein, ja, und dann, ja, nach Anleitung das Ding festmachen. Dann hat es auch gepasst. Das finde ich, genau, allerdings jetzt wirklich, das ist schon, sagen wir mal, ja, es sind halt dann nur 8 von 10 Punkten. Ja, aber das die Tom Anderson hätte ich tatsächlich umbauen müssen. Ja. Mhm. Mit anderen Bodyhülsen, ja, und so weiter, weil die ja nicht 6 Schrauben hat, sondern bloß 2. Fürs Tremolo und ja, das Bilder. Ja. Das wäre für mich eine
Option. Überhaupt kein Problem, mache ich ja. Oh wow, hast du das gehört? Weil wir sind schon hergefahren. Ich habe gesagt, oh Gott, wie sage ich es ihm? Wie sage ich es ihm, dass ich gerne so einen Megatrim hätte? Na gut, auch in diesem Satan. Ich hätte überhaupt gerne die ganze Hardware, hätte ich gerne ein bisschen so, ja, weil eigentlich hätte ich gerne, dass der Korpus auch so eine leichte, sagen wir mal, gebrauchte. Du hast mir vorhin so eine schöne schwarze, die, ja, wo du gesagt hast, der Lack, der ist so, dass er Hammer hat, ne? Warum nicht? Sowas, ja, dass ich ein bisschen, weil so lange werde ich nicht mehr leben, dass die Gitarre praktisch so von sich dann so alt aus, also irgendwann mal. Ich zeig dir mal diesen Sunburst Body, wo ich dir vorhin gezeigt hatte. Der ist super. Praktisch das fertige Finish mit dem richtigen Matt draufkleiden. Moment. Es hat geklappt, oder? Ich bin so beruhigt. Ich glaub's nicht. Warte nur, bis die Kamera raus ist. Dann. Ja, ja. Ich wollte es euch nicht bei laufender Kamera sagen, aber pass auf. Ich sag wenn du mehr als 10 Meter zu meinem Haus. Hier eine gerichtliche Megatrim. Genau, die Behinderung. No Megatrim. Boah, das sieht super aus. Das ist kein Hochglanzfinish, sondern es ist einfach mit einem ganz leichten Mattlack überlackiert. Okay. Also, das muss man nachher nochmal mit einer Kamera genau zeigen, weil ich fürchte, das wird man so von hier nicht sehen. Das wird man schlecht sehen. Ja. Vielleicht zeige ich auch nachher den schwarzen nochmal in die Kamera. Ja, genau. Weil der ist frisch geschliffen. Der ist halt noch ganz matt, weil er halt vom Schleifen her matt ist. Da kriegt eben die Lackschicht erst noch drauf. Ja. Und der ist praktisch fertig hier. Ne? Toll. Okay. Schaut super aus. Genau. Und das schaut eben aus, als ob die Lackierung jetzt schon irgendwie 20 Jahre alt wäre oder 30. Ja. Und trotzdem keine Macken. Die Macken kannst du bei dir noch selber reinhauen. Siehst du, ich wusste, dass er da... Der Lack hat halt die schönen Lackrisse auch schon bekommen. Ne? Also was eben so ein extra Vintage-Lack, der eben das macht. Also. Und das wird man wahrscheinlich eben bei der, sagen wir mal, deckenden, bei dem Lack, der deckt ja noch stärker sehen, dann auch bei dem das helleren Farbe. Das sieht man dann auch ein bisschen stärker. Ja, super. Ja. Genau. Ja. Okay. Also das kommt richtig gut. Genau. Und... Swamp Ash, ja, oder? Ja. Das ist irgendwie so. Gute Frage eigentlich, was für ein Holz wir verwenden, oder? Von ja. Du hast jetzt schon deine Bestellung mehr, ne? aufgegeben. Scheiße. Ich dachte, das Swamp ist für dich habe ich schon im Hinterkopf. Balsaholz. Balsaholz willst du haben? Balsaholz. Ich kann ja das leichte Palonia machen. Ja? Ja. Ja. Ja, vorhin hast du uns eine gezeigt, die war witzig, ja. Die war super leicht. Weil die wiegt da nichts, ne? Ja. Ist es dann auch ausgewogen so vom? Ja, es ist schon ein bisschen mehr kopflastig, aber wir dürfen halt dann eben keine schweren Mechaniken drauf machen, um das ein bisschen zu kompensieren. Ne? Klar. Und wir machen ja bei dir einen Maple Neck, der hat nicht das schwere Palisandergriffbrett drauf. Aha. Mhm. Das macht sich tatsächlich bemerkbar. Okay. Ja, okay. Ich weiß nicht genau. Was würdest du sagen? Was wäre so dein Favorit an Holz? Ich würde es gerne machen mit dem Palonia. Okay. Das klingt überraschend gut. Super. Und ist leicht. Oder ist leicht. Das macht auch total Sinn. Ja, das wäre was. Das macht vielleicht keinen Sinn, wenn du mit einer Wahnsinnslautstärke auf der Bühne spielst. Ja. Weil die Gitarre hat ja eine Interreaktion mit dem Lautsprecher. Ne? Mhm. Das heißt, wenn du viel Schallwellen drauf hast, eine schwere Gitarre, fängt erst an, so ein bisschen zu leben. Und die leichte Gitarre, die lebt eben schon zu Hause. Ne? Ja, das macht Sinn. Ja, und wenn du jetzt die Lautstärke nicht absolut übertrieben laut hast, dann kriegst du das gehandelt. Aber wenn du jetzt Heavy Metal spielen würdest, dann wäre das ein No-Go. Mhm. Nee, ich bin ja jetzt nicht bekannt dafür, irgendwie stetig Heavy Metal, sondern eher... Ganz genau. Das wäre interessant. Interessant. Deswegen finde ich eine gute Idee. Ne? Jetzt sagst du wieder. Okay. Swamp Ash. Gut. Swamp Ash. Ja. Warum? Weil das zum Beispiel meine Tom Anderson drauf hat. Ja. Also, oder beziehungsweise klingt sehr gut. Ist. Die Anderson, ne? Und ist zwar nicht ganz leicht, aber auch nicht ganz schwer. Also es liegt irgendwie mittendrin, würde ich mal sagen. Ja. Richtig. Mhm. Ich müsste direkt überlegen, ob meine Chavelle schwerer ist. Ist auch Esche, oder? Die Chavelle? Du müsstest es wissen. Chavelle müsste eigentlich sogar Basswood sein, also Linde, ne? Aha. Okay. Also, ich glaube, ich glaube, Swamp Ash ist dann irgendwie. Swamp Ash, ne? Oder? Mhm. Okay, dann, ich bin noch gar nicht fertig mit dem Body. Ach so? Was muss ja noch hin bei dem Body? Du bist noch nicht fertig. Nein, also pass was auf. Was hättest du denn? Also was zum Body gehört, sind natürlich die Security Locks, ne? Genau, nein. Security Locks geht gar nicht. Sehr gut.
Das ist Security Logs 999. Die einzige Gitarre, die ich jemals runtergeschmissen habe, war mit Security Logs, ja, weil die Security Logs aufgegangen sind. Vor allem die neuen sind ganz toll. Die reißt gleich komplett raus mit der Schraube. Ah. Noch viel toller. Ja, das war nämlich eine schöne AS200. Die ist am Boden zerschellt und hat so einen Spalt gehabt. Nein. Das war Wahnsinn. So viel zu den Security. Nein. Ja. Erstens mag ich, ich spiele gerne mit Gurt, auch im Studio. Und da ist es ein No-Go, weil einfach die Übertragung der Geräusche, das ist, geht einfach nicht. Das klackt dermaßen, das Metall auf Metall. Da bin ich. Und auch die Vorstellung, dass die Hebelwirkung, also das ist jetzt nur in meinem Kopf, dass die Hebelwirkung dadurch, dass das Ganze ein bisschen weiter draußen ist und so, das ist für mich nicht... Nee, mag ich nicht. Ich verstehe das vollkommen, du hast auch völlig recht. Mhm. Die neuen Security Locks, die klackern nicht mehr, aber die reißt aus dem Body raus. Das ist das Problem. Wie machen die das? Schraube zu kurz und da ist da, wo der Gurt eingehängt wird mit dem Gegenteil, das ist aus einem Stück mit der Schraube. Mhm. Ach so. Das ist das Problem. Und das heißt, man kann die nicht austauschen. Dann ist die Schraube galvanisiert und dann hat die kein scharfes Gewinde mehr. Dann schneidest du sie da rein in dein Holz. Und das malt das ganze Holz dann als Sägemehl praktisch raus, das hält einfach nicht gescheit. Ja, dann gibt's dann, muss man dann extra Teile kaufen, die dann längere und dickere Schrauben haben, aber das ist, wenn es leicht schräg reinkommt, platzt der Lack rechts und links ab. Also, das ist bei Weitem nicht mehr das wie früher. Okay. Früher haben sie geklackert, das war das einzige Problem. Ne? Mhm. Heute halt es den Body nicht mehr, ne? Das ist das andere Problem. Okay, aber in 30, 40 Jahren haben sie vielleicht beides dann behoben. Möglicherweise. Dass es nicht klackert und dass auch das Ding nicht die Gitarre... Genau, aber einfach das normale Gurtpin und dann eben mit dem Schnappflaschenverschluss so ist dran, es. Funktioniert. Gibt es ja auch zu kaufen, die Bierflaschen. Man muss sie tatsächlich kaufen, und zwar aus dem einfachen Grund, weil die, wo man kaufen kann, sind aus Silikon. Oh. Und das Silikon macht den Lack nicht kaputt und der Gummi schon. Mhm. Gummi ist Weichmacher drin. Mhm. Ja, und der Weichmacher löst den Nitrolack an, da kriegst du unter Umständen ein Problem. Mhm. Ja, guter Trick zum Ranmachen, Gurtpin wegschrauben. Und dann? Gummi drauf machen und den Gurt von hinten, da ist er viel dünner, ne? Und dann wieder ranschrauben. Ja. Das wäre eine Idee. Perfekt. Und ein weiteres Problem ist bei Gitarren mit Bixby. Da habe ich das Problem, dass ich neue Gurte, die ein etwas dickeres, noch unflexibles Leder haben, die kriegst du nicht hin. Ach, da würde ich empfehlen, mach einfach eine Unterlagscheibe. Mach also einen Gurtpin raus. Ja. Längere Schraube. Ja. Dann eben Gurtschraube, Unterlagscheibe und dann auf das Bixby drauf. Ah, da steht zwar vielleicht ein bisschen weiter weg, aber du hast dann mehr Spielraum zum Einhängen. Ja. Mhm. Ja, was anderes würde mir da gar nicht einfallen. Ja. Okay, also wir schweifen ein wenig ab von der Bestellung, aber klar, also zum Thema Gurtpins, normale Gurtpins natürlich. Ja. Und wie viele werden es? Wie viele hättest du denn gehabt? Wie viele werden es denn? Ja, vermutlich werden es 3 Stück. Siehst du? Genau. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele mich nach diesen 2 Gurtpins da unten fragen. Ja. Weil es kommen total wenige offensichtlich auf die Idee, dass es mehrere Vorteile hat. Wollen wir die Vorteile mal ganz kurz, damit ein bisschen Mehrwert auch für nicht nur unsere Bestellung hier. Also, der Mehrwert liegt für mich in 2 Sachen. Und zwar einmal, dass man die Gitarre hinstellen kann und sie kippt nicht weg. Das ist super. Also ich stelle die Gitarre... Also so steht, genau, dass er eben in einen Gurtpin nur unten dran ist, dann... Ist immer, also immer Angst. Immer, du kannst nicht anlehnen irgendwie. Genau. Ja? Hätten wir jetzt 2 im Abstand von 10 cm, wie es ich gerne mache oder Tom Anderson auch immer macht, dann bleibt die Gitarre stehen, kannst du irgendwo anlehnen, brauchst keine Angst haben, sie fällt um. Genau. Also das ist der Vorteil Nummer 1. Das finde ich großartig, habe ich auch eben bei der Tom Anderson das erste Mal gesehen und seitdem habe ich alle Gitarren so umgebaut, fast alle. Und der zweite Vorteil ist, dass man ein flexibles Gurtverstellungs sozusagen System hat. Ja. Das heißt, ich unten oder oben einhängen. Genau, unten oder oben.
Und zwar kann es durchaus sein, dass man mal Stücke spielt, die manchmal technisch etwas irgendwie anspruchsvoller sind, wo man lieber die Hand ein bisschen höher hätte. Dann kann ich da schnell untergreifen. Oder zum Beispiel im Sitzen, ja, wo du die Gitarre ein bisschen höher haben willst und im Stehen willst du sie ein bisschen entspannter haben oder so. Also so mache ich es zum Beispiel. Dann sind die zwei Teile nicht schlecht. Man muss aber sagen, kleines Detail am Rande, dass... also in der Regel habe ich es in den unteren, ja, weil einfach die Neigung der Gitarre dann besser ist. Die Gitarre neigt sich ein bisschen, wenn es hier ist zum Korpus her. Genau. Ja. Ja, man sieht besser aufs Griffbrett. Genau. So hängt sie mehr vor dem Bauch. Korrekt, genau. Und deswegen, also es... Der eine mag so, der andere mag es anders. Genau. Das ist auch nach dem Burgeressen zum Beispiel total super. Ja, das kann man sofort irgendwie nach dem Burger auf der Autobahn, der übrigens lecker war, der Burger war super lecker. Wir machen ein paar Fotos von dem geilen Burgerladen. Das war mega. Ich habe gedacht, ich bin irgendwie in Maine und, oder? In Louisiana. Louisiana. Oder Louisiana, ja. Das nächste Mal bringt er einen mit. Okay, gut. Weiter geht's mit der Bestellung. Gut. Also, weil wir schon bei der Hardware sind, eben so diese Matte-Hardware, betrifft ehrlich gesagt auch die Mechaniken. Mhm. Und ich stehe total auf Locking-Mechaniken. Ja. Also diese, ich habe, wo es geht, dieses Schaller drauf jetzt. Ja. Und da hätte ich auch gerne so diese... Und die gibt es in Sartor auch. Ja, dass das passt zu dem... Kann ich besorgen, kein Problem. Und eben auch so überhaupt die, auch die Kappe zum Beispiel hinten, da haben wir schon mal gemacht, kannst du dich erinnern, haben wir eine Kappe drauf gemacht bei der Strat. Die Kappe Sartor beschichtet oder eben Vintage geaged? Vintage geaged. Ja, genau. Ja, gut. Ja, ja, doch. Genauso wie natürlich die Buchsenplatte. Und genau. Aber das wäre es im Prinzip so. Buchsenplatte sehe ich ein Problem. Ja? Weil ich wüsste gerade nicht, wo es sie satiniert gäbe. Habe ich schon mal gesehen, irgendwo bei einem Anbieter. Bei Legatrem vielleicht. Aber keine Ahnung. Vielleicht. Wenn du es findest, ja, ansonsten, oder wenn du so ein Ding in die Hand bekommst, einfach mitbringen, ich mache es rein. Oder es anstrahlen oder so. Ja. Also der Chavelle-Hals, der ist natürlich extrem, sage ich mal, ja. Breit? Nee, der ist nicht sehr breit. Ich müsste ihn tatsächlich messen, um zu wissen. Da müsste man tatsächlich messen, weil original ist der Hals hier 44 mm. Glaube ich nicht. Glaube ich schon. Ehrlich? Ja. Auf jeden Fall ist er auch so ein bisschen gerundet. Also die rundlichen Kanten. Genau. Das macht ihn vielleicht auch ein bisschen schmäler dann, ne? Ist das Gefühl, also ich habe ihn gerne schmäler, hätte ihn gerne schmäler. Mhm. Ja? Und aber nicht ganz, ehrlich gesagt, so flach jetzt wie der Chavelle-Hals. Ja. Ja. Der Chavelle-Hals ist schon extrem flach. Das ist so, dass ich von der Seite weiß ich gar nicht, ob die Gitarre in dem Ständer steht. Ja. Das siehst du gar nicht mehr. Das stimmt. Das war damals auch so eine Zeit, da wollte man einfach flache Hälse haben. Mhm. Und der Chavelle, der war der Erste, wo den Hals breiter gemacht hat. Und das fanden plötzlich alle Studiomusiker ganz toll. Und dann gab es da so richtig so einen Run auf diese breiten Hälse. Mhm. Okay. Das hat sich zwischenzeitlich wieder normalisiert. Mhm. Also wir haben schon etwas breitere Hälse, aber diese ultrabreiten, das ist wirklich die absolute Ausnahme. Mhm. Auf jeden Fall hätte ich gesagt, nicht ganz so dick wie der, den wir gerade ausprobiert haben hier, aber nicht ganz so dünn wie der Chavelle-Hals, sondern gerne was dazwischen. Kein Problem. Manchmal ist mir selbst der Chavelle-Hals etwas zu dünn, ja. Obwohl zurzeit ist sie wirklich wieder meine Nummer 1 auf Tour gewesen und jetzt auch die ganze Zeit. Sehr schön. Weißt du noch, was für ein Hals du auf dieser grünen Staufer vom Thomas drauf hattest? Nö. Ich zeig dir mal einen Schnell. Okay. Kleinen Moment. Ja, das ist schon herrlich, oder? So ein Hals. Also, der Hals hat es mir total angetan. Mhm. Und ehrlich gesagt ist das, also, da würde ich jetzt echt auch keine Kompromisse eingehen wollen und wirklich, also... Das volle Brett. Das Beste, was man irgendwie in den Händen halten kann, ja, muss dahin. Aus. Das macht viel aus. Oder? Ja. Das ist absolut wichtig. Genau. Okay. Oh. Der ist noch nicht fertig lackiert. Toll. Deswegen ist er jetzt ein bisschen weißlich noch. Ja, schau das mir an. Aber das ist... Das ist ja toll. Meine Güte. Und das ist... Der Riegel auch. Den würde ich nehmen. Das ist ja Wahnsinn, Mensch. Ja. Das ist toll. Ja, die andere, die hat dieses... wie heißt denn das nochmal? Vogelaugen. Genau. Ja. Das ist ja auch Wahnsinn. Aber das heißt... Vogel... Aha.
Das, ist das, das sind diese kleinen Punkte. Ja, genau. Und was würdest du bevorzugen? Gibt es einen Unterschied soundmäßig zwischen den geringelten und den Vogel? Nein. Nicht. Also es ist einfach nur die Optik. Es ist einfach nur die Optik, weil das Ahorn wächst normalerweise glatt. Ja, und ab und zu flippt der Baum aus, dann kriegt der Vogel Augen. Ach so. Ach. Ja. Warum? Weiß kein Mensch. Das ist der gleiche Ahornbaum, der hat plötzlich mal Vogelaugen, manchmal hat er keine Vogelaugen. Nee. Ja. Mhm. Und der Riegelahorn, der entsteht immer gern, wenn der Baum irgendwie schlecht steht, am Hang wächst. In meiner alten Heimat, da gibt es die Burg Hohenzollern oder Schloss Hohenzollern. Mhm. Ne? Wenn man dort den Fußweg hochläuft, da sind lauter Riegelahornbäume am Wegesrand. Mhm. Man sieht es direkt an der unterhalb der Rinde, wie sie in der Rinde sogar diese Rillen drin hat. Mhm. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das Holz innen drin wahrscheinlich extrem cool geregelt ist. Ne? Mhm. Ja, weil normalerweise sieht man das von außen fast gar nicht, ne? Mhm. Solange die Rinde dran ist. Hast du zufällig eins da auch mit diesem... ja, habe ich auch. Das würde ich mal gerne sehen. Schau mir das an. Und cool, schau dir mal die Unterschrift von André an. Mhm. Das ist echt geil. Okay, aber... ja, ist es. Der ist auch ein bisschen flacher wie der vorne, oder? Ja, aber es ist rund, sehr, sehr rund. Das ist mir zu rund hier. Ja. Also der Chavelhals ist zum Beispiel nicht so rund. Ne? Der ist ja, der ist einfach, mehr U-förmig. So. Genau. Einfach weil er so flacher. Dünn ist. Ja. Der kann ja gar nicht anders sein, wahrscheinlich, oder? Ja, das ist auch toll. Okay. Ja, das ist das Vogelaugen, ne? Ja. Das ist auch wahnsinnig toll. Also. Ich weiß nicht. Kann man auch zwei Hälse drauf machen auf eine Gitarre? Könnte man machen. Es wird dann eine sogenannte Doppelhalsgitarre. Schau es mir an, ey. Das nebeneinander. Und das Helle gefällt mir auch besser. Oder ist das jetzt nur, weil das schon irgendwie, ist das schon lackiert und das noch nicht? Oder? Jetzt. Überraschung. 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 Schau mal hin. Das ist auch geil. Und ist da überhaupt denn, ist da was drauf im Griff? Das ist doch ein Stück, oder? Das ist ein Stück, oder? Das ist ein Stück, oder? Ja. Aha. Boah, ist das geil schon. Ah, Überraschung. Ui, schau mal. Jetzt pass auf. Aha. Jetzt. Ich nehme mich einfach ein nasses Tuch. Ja, okay. Wasser einfach nass gemacht. Oh. Da kannst du sehen. So sieht es später aus. Ja, nein. Rauskommt, geil. Ne? Ja, da muss ich dir leider sagen. Das ist ja der Hammer. Gell? Da muss ich leider sagen. So. Und wenn du das hier drauf machst, dann sieht man da auch ein bisschen besser das, oder nicht? Nee, da ist schon Quark drauf. Ja. Der ist praktisch so wie er. Okay. So. Ja, naja, also ein bisschen was geht immer. Ne? Ja, ich meine, also, das ist echt die Qual der Wahl, ja. Das muss man echt sagen. Das ist schwierig. Das ist jetzt und ganz fies. Bei beiden Hälsen ist das größte der Ahorn. Ne? Das ist der sogenannte Roasted Maple. Aha. Mhm. Deswegen hat er auch diese karamellige Farbe und riecht auch so ein bisschen nach geröstetem Material. Mhm. Und das macht das Holz ein bisschen weniger anfällig gegen Feuchtigkeitseinwirkung. Okay. Das heißt, du musst den Halsstab nicht so oft nachstellen. Das ist der eine Vorteil. Und der andere Vorteil ist, es schwingt unheimlich gut. Mm. Okay. Genau. Und das ist einteilig, ohne Griffbrett drauf. Ohne Griffbrett, das ist ein Teil. Das wäre sowas, was wir machen könnten. Ja. Ich nicht. Das ist geil. Ich möchte schon so ein geiles Griffbrett drauf. Schau dir das mal an. Verzeihung, das wollte ich natürlich nicht so sagen. Ein tolles Griffbrett. Ein Palisander wolltest du. Ein Palisander, ja. Schon, oder? Also das ist... Tierisch. Ja, das ist toll. Oben dann nochmal zeigen. Super, genau. Ich glaub, das wäre was. Und Sattel, was würdest du für einen Sattel hinmachen? Für dich würde ich vielleicht tatsächlich einen Tusk-Sattel machen. Das ist ein kunststoffartiges Material und das rutscht unheimlich gut. Ne? Mhm. Ja, also gerade wenn es verstimmungsweise sein soll mit einem tollen Vega-Tremolo, dann kannst du damit... tremolieren, wie du möchtest. Okay. Ich sehe... Ist besser wie Knochen sogar noch von der Warte aus. Ne? Der Knochen ist immer ein bisschen porös. Ja? Und in diesem Porösen kann auch die Seite sich ein bisschen verhaken. Mhm. Okay. Ja, also da ist die letzte Konsequenz eben der Tusk-Sattel der bessere. Mhm. Okay. Ich sehe, der Halsstab ist praktisch dann von unten dann zugänglich. Ne? Ja. Mhm. Das ist bei allen deinen Gitarren dann so, ne? Ist bei allen meinen Hälsen so. Und zwar den einfachen Grund, weil das ist oben stabiler. Mhm. Ja. Der Stahlstab ist ungefähr hier befestigt. Mhm. Also praktisch hier zwischen Sattel und dem ersten Bund, so im ersten Drittel etwa. Ja. Und wenn er hier aufgebohrt wäre, um an diese Schraube reinzukommen, hast du einfach weniger Holz hier oben drin. Ja.
Klar, ja. Das ist immer das gleiche Problem. Also, diese Stelle ist ja bei allen Gitarrenmodellen letztendlich immer dieser Übergang von Kopfplatte zu Hals. Ne? Das ist auch das Argument von Tom Anderson gewesen. Er macht das Ding nur unten hin und nicht oben, weil er auch der Meinung ist, er macht es. Mhm. Wegen dem Clown. Ja. Ja. Mhm. Okay, gut. Dann hätten wir das. Dann die schöne Jumbo-Frets drauf. Ja. Und gerne Dots an der Seite, die gut zu sehen sind. Also die sind mir zum Beispiel zu klein. Ne? Machen wir den eine Nummer größer, ja. Ist machbar. Ich mache sie auch immer zur Hälfte ins Griffbrett rein, weil dann siehst du sie auch besser. Ne? Ja, genau. Weil wenn die unterhalb vom Griffbrett sind, ja, dann verschwinden machen wir sie entweder schwarz oder weiß und das verschwindet noch mehr. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Klar, ja. Toll. Okay, und die Dots klassisch weiß, ne? Nicht mit, die sind ja so Perlmutt jetzt hier, oder? Genau, das ist Abalone, nennt sich das. Ja, natürlich Abalone. Ja. Perlmutt wäre so ein weißliches Zeug, von der Muschel ist. Und das hier ist ein Schneckengehäuse hier praktisch. Ne? Okay, ja. Mhm. Und nee, also. Das willst du nicht? Klassisch weiß, ja. Okay. Ja. Nee, so Plastik, das ist mir zu... zu bling-bling. Ja, zu schön. Nehmen alle. Echt? Nehmen alle? Ja. Nee. Weiß. Ich mag schöne Gitarren. Ja. Vielleicht schaue ich mal, wie groß die auf meiner Chavelle sind. Also größer müssen sie nicht sein. Und aber du kannst sie auch in Perlmutt haben. Also in dem weißlichen Zeug. Pass mal auf. Aha. Nee, falsch. Falscher Hals. Falscher Hals. Das ist auch ziemlich. Zack. Also der ist, ist wirklich klasse, aber so One Piece ist irgendwie, das geht in meinen Kopf nicht rein. Das ist nichts, was jetzt irgendwie, was ich irgendwie, wie soll ich sagen, erklären könnte. Es ist wirklich ein anderes. Ich weiß eigentlich, also das, da müssen wir mal extra Sendung machen. Schon, oder? Zum Beispiel, ich habe doch diese Brent Mason. Ja. Ich finde das tierisch. Okay. Allerdings, glaube ich, hat die ein aufgeleimtes Griffbild. Ich glaube auch, dass es nur so. Und die Fibonacci ist aber ein Teil. Ja, genau. Das ist eine andere Geschichte. Es fühlt sich anders an. Da ist das Perlmutt drin. Ja. Ah, ja, genau. Das finde ich okay. Könntest du dir jetzt überlegen, ob du das ein schnödes Weiß willst oder ob du das haben willst, weil das eben noch ein bisschen leuchtet. Mhm. Wenn man das sonst Licht hält. Ja, ja, das gefällt mir. Dann wird man also schon ein bisschen mehr Lebendigkeit reinbringen. Und ist das schon die Ü40-Größe? Weil die sehen so groß aus. Das hat 6,25 mm, so original genau, Vintage-Größe. Das sind also kleine, beide, hier. Beide gleich. Ah, okay. Ja. Alles klar. Ja gut, also dann machen wir sie lieber nicht größer. Genau. Nee, aber das kann ich schon erkennen. Aber ich kann die auch an die Seite ranbohren. Auch noch ziehen. Ja. Genau. Damit du auch später noch kraftvoll. Also wir könnten entweder so die Mark King oder Steve Vai Version machen mit der Beleuchtung. Dann ist, genau. Und dann vielleicht auch praktisch auf den Bünden dann, damit ich weiß, was ich greifen soll. Ja. C. Genau, C hier und Cis, genau, Cis oder das. Oder zu Schrägstrich das. Da gibt es dann Elektronik am Korpus, da kannst du das eben eindrücken, welcher Akkord dann leuchten. Play. Genau, das geht MIDI-mäßig mit dem Keyboard, da wird es verbunden und dann, oh nee, das wird dann schwierig zu spielen. Okay, also verstanden. Sehr schön. Dann haben wir eigentlich nur noch die Frage der. Wie ist denn eigentlich die Befestigung des Halses hier im. Vier Schrauben, zwei Schrauben oder wie und ist das vier Schrauben? Bitte? Echte vier Schrauben. Echte vier Schrauben. Das heißt, also hier wird gar nichts irgendwie so geshaped oder so am Fuß. Nur wenn du mich schlägst, dann mach ich auch einen Schrecken. Nein, auf keinen Fall. Also Spaß zur Seite. Ich habe jetzt 15 Jahre lang Gitarren gespielt, die 20 vielleicht, die normal, also das werde ich die nächsten 20 auch noch schaffen. Mhm. Bestimmt. Ja. Man kann es abgeschrägt machen. Ja. Da kommt die Platte eben hier nicht gerade drauf, sondern so schräg. Mhm. Ja. Ist das eine extra Platte oder ist es die gleiche Platte? Ist die gleiche Platte, also nur eben mit kürzeren Schrauben. Mhm. Ich mag das halt nicht mit den kurzen Schrauben. Mhm. Und das ist eine. Und das andere ist es halt auch weniger Material am Korpus da. Es gibt halt etwas weniger
sustain, gerade finde ich in den oberen Lagen, so jenseits des 12. Bundes, macht sich das schon bemerkbar, wenn hier ein bisschen mehr Masse am Body dran ist. Okay. Ja. Dann, nee. Das aber manch einer braucht deswegen Spielkomfort, dann muss man es natürlich machen. Mhm. Genau, auch ohne Schlagen natürlich. Nein, ist alles gut. Aber mache ich dann gerne. Ne? Ah. Nee. Ich mache auch Schrauben immer rein, die auch ein bisschen länger sind. Weil die ganz alten Fender-Gitarren, die haben ja auch die längeren Schrauben. Okay. Und die haben irgendwann in den Mitte, Ende 60er Jahre dann die Schrauben kürzer gemacht. Mhm. Ja, und ich bin auch der Meinung, wenn es ein bisschen länger ist, das klingt ein bisschen besser. Okay. Also mir wäre nur wichtig, dass sie halt hier nicht rausschauen. Ja, genau. So dass ich, wenn ich mal da oben spiele, das Blut am Finger. Verletzungsfrei. Also wenn es irgendwie geht. Ansonsten wäre die Alternative, dass man sie von oben schaut. Also, ja. Da kann man dann beim Baumarkt, gibt es ja dann für ja, gibt es die Knöpfe, wo kann man drauf machen kann. Das ist die Klappe. Ne? Sehr gut. Sehr gut. Okay, gut. Dann, wir verstehen uns. Siehst du, das ist nicht so wie bei dir, wo du einen stundenlang wird da bei der Bestellung darum gemacht. Ja, das ist, okay, also, jetzt wären wir bei den Pickups, ne? Ja. Und ehrlich gesagt, ich bin ja super zufrieden mit der Auswahl in der Chabelle. Und weil es ja immer so ist, dass ich gerne eine Gitarre dann in die Hand nehme, die mir jetzt nicht den komplett anderen Sound irgendwie liefert, vor allem wenn ich eben live unterwegs bin, da wäre es mir eigentlich total recht, wenn es im Grunde genommen die gleiche Schaltung und die Kombi wie in der Chabelle ist. Genau, was haben wir gemacht? Sie genau. Super. Ich bringe dir mal die Gitarre mit, dann müssen wir nochmal genauer gucken, was da drin ist. Ehrlich, ich glaube, das ist AVR-Pickup, wo wir vorne drin haben. Da ist vordere Pickup wieder aus dem Blues-Set, nur ein bisschen heißer. Und der mittlere hat einen heißeren Magneten drin. Und dadurch kriegt man einfach einen knackigeren, höhenbetonteren Sound hin für die Zwischenpositionen. Genau. Weil das ist ein guter Kompromiss, gerade mit einem etwas heißeren 58er. Ja, und mein Sound ist ja sehr höhenbetont, sage ich mal. Ja, also ich stehe einfach auf das, was er nicht mag. Ja. Das ist für mich unerlässlich. Ich höre das sogar nicht. Schlichtweg, weil ich es nicht mehr höre. Ja. Genau. Sonst würde ich einfach nicht mehr hören, was ich spiele. Nein, aber es ist wirklich so. Ich mag diesen britzelnden 80er-Jahre Chorus-Sound. Und gerade habe ich das Glück, auch in Bands zu spielen, wo ich das ausleben kann. Genau. Allerdings bräuchte ich dann auch die neue Gitarre bis zum Freitag, oder? Mai. Mai. Mai 26 oder musste schon Mai 25 sein? Nein, gar kein Stress. Ja. Ja? Also gibt es irgendein Problem, dass meine vor seiner fertig wird? Nee, oder? Nö, es gibt kein Problem. Geht wahrscheinlich schneller, weil das mit der Decke biegen ist ein bisschen zeitaufwendig für mich. Ich weiß, er hat immer diese Sonderwünsche. Ja, ich muss damit ja schon lange leben. Wir müssen ja ein Holz noch raussuchen für deine Decke. Ne? Ja, geil. Sollen wir das machen? Ja, sicher. Tierisch. Was willst du denn? Was geil. So was, wie du mir Bilder geschickt hast. Nee, ich meine, prinzipiell gibt es ja, ist ja auch das Gleiche. Es gibt ja das Quilted und das Flamed Maple, oder? Ja. Es gibt auch noch anderes. Noch anderes? Ja. Erzähl. Ja, das wollte er angehen. Ah, komm, Jörn wollte. Ne? Ja, genau. Ich lasse einfach alles mehr raus. Es gibt da so viel. Ich steig mal auf mein Regal hoch und hol dir mal ein paar Holzsachen her. Super. Und dann sehen wir mal, was wird. Ne? Ich also, das wird ja wahnsinnig. Gib dir das hier mal. Ja, also genau. Würde ich nehmen. Oder das andere, gell? Das ist echt schwer. Was sagst du? Vogelaugen oder Riegelaugen? Vogel. Das hier? Ich glaube, das wird's. Also das gefällt mir gut. Auch weil ich das mag, dass es ein bisschen heller ist. Ne? Das gefällt mir. Das Helle gefällt mir. Ich glaube, dass es tatsächlich, wenn es lackiert ist, genauso ist wie das andere. Glaubst du? Dass es dunkel, also dunkel rauskommt wie das andere? Ich glaube schon. Außer man lackiert es anders. Da fragen wir jetzt nochmal. Mal nachfragen. Ich glaube, ich würde sogar das andere nehmen. Ich würde das Riegelaugen. Weil ich habe ja schon so eins auf der anderen. Ja, eben. Ich nicht. Das heißt, ich nehme das Riegelaugen. Ehrlich? Riegelaugen. Ja. Heißt das Riegel oder Ringel? Ich glaube, es heißt nämlich Ringel. Riegelaugen. Wie? Riegelaugen. Riegel, sage ich doch. Riegel. Ohne N. Ja, was? Das ist Ringel. Ringel. Vogelringel. Das ist das hier. Ja. Es kommt ja auch von Riegel.
Riegel macht Riegel. Das. Oh, jetzt kommt was mehr. Da kommen jetzt, die Decken. Jetzt komme ich mal her. Okay. Den darfst du mir geben oder dorthin legen. Da genau. Lege ich hier hin, da ist er sicher. Schau. So. Ich meine, es sieht natürlich schon immer noch ein bisschen anders aus, wenn das dann lackiert ist, gell? Das sieht aber schon anders aus. Zeige ich dir nachher nochmal mit dem Befeuchten von dem Holz. Genau, das ist jetzt so ein Quilted Maple, wo wirklich auch schön ist. Meine Oma hatte so für die Brotzeit solche so Bretter. Das war ungefähr genau so. Das, ja. So, oder? Es braucht jetzt zwei. Ah, das sind die zwei Seiten. Ja. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Warte mal, ich muss mal gucken, ob das gut im Bild ist, weil das ist ja hammerartig. Mhm. Ja, das ist geil. Okay, der Spalt ist natürlich unglücklich, aber das ist. Ach, da tun wir irgendwas Plastik. Ich kann das nochmal ausspachteln. Silikon. Das ist die Waffe. Kleber. Silikon. Gaffertape. Oh, und jetzt kommt die. Wo wird das dann? Und wie kriegt man. Sag mal, wie kriegt man dieses jetzt, dieses praktisch gerade Brett gebogen? Man muss es tatsächlich behandeln vorher. Ich habe da ein Mittel, wo man das behandelt. Ein Furnierweichmacher nennt sich das. Mhm. Damit tut man also normalerweise Furniere damit einstreichen und kann die dann praktisch um runde Ecken rumkleben. Mhm. Ja, Treppenstufen oder irgendwelche Möbelstücke oder sowas. Mhm. Und das mache ich so, dass ich das eben tränke damit. Schlag das in Zellophanfolie ein, lass das irgendwie ein, zwei Nächte einwirken und dann wird es weicher. Mhm. Jetzt ist es ja wirklich bredelhart. Mhm. Ja. Man kann es nur praktisch so wie die Maserung gewachsen ist, biegen. Mhm. Also in diese Richtung geht es leicht, aber wir müssen es in diese Richtung biegen. Geht es scheiße schwer. Mhm. Und ist es so, dass man muss dann. Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Man muss es dann praktisch auf den Korpus drauf machen, der schon diese Abwölbung drin hat, und muss es dann bügeln. Mhm. Ja, das wird also praktisch mit Einsatz von Wasser und von eben das Furnierweichmacher und ein Bügeleisen richtig um die Ecke gebügelt, sodass es eben diese Form annimmt. Und ganz zum Schluss wird es dann eben mit einer Vakuumpresse auf den Korpus drauf gepresst. Mhm. Ja, da kann ich euch mal Bilder zeigen, wie das ausschaut. Mhm. Dann habe ich drüben stehen, muss ich extra aufbauen, denn die Maschine ist ungefähr so breit und etwas länger als der Tisch hier ist. Und das ist eine gerade Platte, da kommt der Korpus rein mit dieser, wie gesagt, dieser Abschrägung, wo das draufgeleimt werden soll. Und dann ist oben eine Folie, so 3 mm dick, und dann wird die Luft rausgesaugt und dann zieht sie die Decke praktisch an den Korpus ran. Okay. Ja, und wenn man das alles richtig gut hingekriegt hat und die Mitten richtig vermittelt hat, gut festgeschraubt und getackert hat, dann lässt sich das also da tatsächlich so machen. Ne? Super. Okay. Und ich meine, also mit Feuchtigkeit da ranzugehen, ich dachte, dass es so wichtig sei, dass die Hölzer alle so getrocknet sind. Das gilt jetzt aber nicht zwingend für diese Wölbung der Decke. Also, ja, gute Frage auf jeden Fall. Wenn das Holz schon mal trocken ist, man macht es wieder nass, ne? Macht ihm aber nichts aus, weil das Holz war ja schon trocken. Ne? Mhm. Das heißt, die Feuchtigkeit, die eben da rankommt, die geht auch wieder raus. Ne? Die bleibt nicht für ewig drin. Mhm. Natürlich ist es so, dass diese abgeschrägte Decke, wenn man das muss halt irgendwie 3-4 Wochen noch mal gut trocknen, bevor man anfängt zum Lackieren. Man sieht es dann eben auch, wie Feuchtigkeit eben noch durch das Holz noch nach oben dringt. Ja, aber ein Tod muss man sterben. Ne? Mhm. Mhm. Genau, und das, was wir hier machen, das ist ja praktisch nur die Oberflächenbefeuchtung. Das ist sowieso wieder verdunstet nach 10 Minuten. Ja, so wie man sieht. Ja. Ist es nicht so wie, also Balsaholz kann man nicht, und dann bricht es genau da an der Stelle? Das würde dann auch passieren, wenn man fest genug. Ja, klar. Okay. Also das würde tatsächlich brechen, wenn man das nicht behandelt und auch nicht mit dem Wasser und dem Bügeleisen bearbeitet, dann würde es tatsächlich brechen. Ne? Mhm, mhm. Die Zarge von der Akustikgitarre, die wurde auch mit einem Biegeeisen gebogen, das ist praktisch wie ein Bügeleisen, nur eben so ein ovales Teil, habt ihr bestimmt beim Chef am Sonntag gesehen, wo das so praktisch um die Ecke rumbiegen kann. Das ist im Prinzip ein ähnlicher Vorgang. Genau. Also das ist Quilted, richtig? Das ist Quilted Maple. Und das ist aber was anderes jetzt hier, oder? Ich zeige dir nachher eine Gitarre, wie das ausschaut. Unbedingt. Mm. Das ist auch geil. Ja, und das ist der Riegelahorn. Oh. Ich glaube ja tatsächlich, der Riegelahorn ist mein Ding. Mhm.
Ich glaube, das ist mein Ding, ja. Aber das hast du doch schon einige Male. Ich habe so ein Quilted sogar. Ich habe doch diese Tom Edison Tele. Hm. Ja. Die, ich habe schon eine. Also, ich bin gespannt. Okay. Weil sowas. Und ich glaube, der Riegel Ahorn, das wäre mein Ding. Sowas hätte ich gern. Echt? Ja. Das wäre mein Ding. Jetzt hätte ich da noch eine Frage. Frag doch mal. Weil was mich interessiert ist, ob das zum Beispiel jetzt so ist, dass das zwei völlig, also fremde Stücke sind. Das ist ja Bookmatch, oder? Man dann ja. Das halte ich ja mal fest. Ne? Ja, das ist mein Ding. Genau das. Weil das ist, glaube ich, der genialste Riegelahorn, den ich je hatte. Ach komm jetzt. Wenn man es mag. Ne? Das ist mein Ding. Weil er genau ist ganz, das. Ganz fein geregelt, Hammer. Nicht breit auseinander, wie man es meistens erkennt. Okay. Hammer. Sondern ganz fein und das ist, glaube ich, das letzte Stück, was ich von dir habe. Du bist schon reserviert, glaube ich, oder? Ja, für mich. Für ja. meine... Oh, das ist mein Ding. André, das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich schön. Das ist mein Ding. So sieht es unter der Rinde ungefähr aus, ne? Ah. Das ist genau. Super. Jetzt noch mal die Frage, weil das interessiert mich. Das ist jetzt so, dass die beiden Stücke aus dem gleichen Baum sind, ja. sehr, sehr nah beieinander auch waren? Nein, das gleiche Brett. Ja. Ah. Okay. Und das wurde so geschnitten sozusagen? Oder einmal in der Mitte auseinander dann. Ganz genau. Das dann wurde so dann praktisch aufgesägt in der Mitte. Mhm. Ja, also praktisch hier die Bandsäge senkrecht durchgelassen. Okay. Ja, und dann hat man zwei Teile. Und dann klappt man die einfach so auf wie ein Buch. Mhm. Deswegen heißt es dann Bookmatched. Mhm. Hammer. Ja. Wieder was gelernt, Leute. Ja. Das ist mein Ding, das ist ja herrlich. Ja. Also wir halten das auf jeden Fall fest Hammer. Und legen das an die Seite. Super. Mhm. Ja, das ist ein Riegelahorn, wo er deutlich breiter geregelt ist. Ah ja. Mhm. Und das ist das aber ist auch... Das ist ja herrlich, mein Gott. Das ist ja viel dicker hier. Also dieses Holz, also diese... Ja gut, das wird ja entsprechend noch bearbeitet, dass es auf die Gitarre, wo es drauf soll, eben passt. Ne? Weil das hat mich gewundert. Ich dachte, also Furnier kenne ich zum Beispiel jetzt aus dem Baumarkt, ist ja ganz dünn, also irgendwie... Ja, das ist ein Millimeter etwa. Genau. Also sowas, ne? Und das sind ja 6 Millimeter und ist das... Super. Kommt da noch Material weg oder ist das in der Größe, das die du da bearbeitest? Das ist tatsächlich die Größe, wo ich arbeite. Ne? Okay. Das ist ja Wahnsinn, Mensch. Also 5 bis 6 Millimeter lässt sich, das gesehen? Lässt sich biegen. Alles, was dicker ist, ist wirklich schwer. Ne? Ja. Aber das ist ja... Boah, das ist ja, also das würde ja also praktisch auch dünner geschliffen werden. Mhm. Das ist auch ein tolles Stück hier. Wow. Ja, das ist super. Bandschleifmaschine oder wie machst du das dann? Oder wie wird das dünner gemacht? Zusammenleimen, dass die Decke fertig ist. Ja. Und dann ab zum Schreiner. Ja. Und der Schreiner hat dann so eine kleine Maschine. Mhm. Der Breite ungefähr muss ich glatt aus dem Bild laufen. Ja. Ungefähr so hoch wie meine Lackierkabine. Und so 30.000 Euro oder was. Da kommt das Ding unten reingeschoben und kommt auf einen Tausendstel Millimeter oder einen Zehntel Millimeter genau. Okay. Geschliffen wieder von einer Seite raus. Das ist so eine Fräse, die dann hier dann fährt oder was? Nee, das ist ein Schleifband. Ein Schleifband? Ja, das wird da geschliffen. Ah, okay. Ja. Cool. Und das kann man jede Dicke raussuchen, was man eben braucht. Und ich bringe immer die Bodies zum Schleifen. Mhm. Und die Decke zum Schleifen, beides wird eben aufeinander abgestimmt. Ne? Mhm. Okay. Dass praktisch dann das Endeffekt die richtige Dicke insgesamt da ist. Aber dann ist es wirklich die Oberfläche flach und auch wirklich gerade. Ne? Mhm. Ja, ich mache das mal feucht hier. Ne? Mhm, das ist auch ehrlich. So was hast du noch nicht gesehen. Ja, das war verstehen. Oh Mann. Aber das geht tatsächlich weg dann, oder? Weil das wird nur noch geschliffen und alles. Ja, und ja, das klar. Geht weg. Okay. Klar. Herrlich. Das ist ja Wahnsinn auch. Aber trotzdem, ich glaube, dass dein Ding eher... Mein Ding ist das. Ja, ja. Ja. Ich glaube, wir haben noch 5 Minuten auf der Kamera. Dann, Freunde, müssen wir uns langsam von euch verabschieden, weil die Festplatten schon voll sind. Das gibt ja mal das hier, das ist ja auch Wahnsinn. Du, sag mal, nee, das, jetzt, ja, das können wir tatsächlich, weil ich meine, du hast dich schon entschieden. Ja, ja. So, das ist schon von der Gitarre, die ich baue. Das ist also dieses Material. Ja. Die sind schon zusammengeklebt, die zwei Teile. Ist schon oder? Zusammengeklebt. Das und das auch, hält so bombenfest. Das ist auch, ja, das und das ist auch geschliffen hier. Ne? Ist das so ein handelsübliches Ponal oder mit was machst du das? Ich habe den amerikanischen Klebstoff, der nennt sich Tight Bond. Aha. Und klebt fester als das Holz ist. Mhm. Also an der Stelle bricht es nicht.
Die Klebeschichten sind da auch nicht zäh wie bei einem Pronal zum Beispiel, sondern sie härten aus und sind dann hart hinterher. Okay. Das ist der hauptsächliche Unterschied. Und hier hast du halt einfach diese Murmel da drin. Ach, super. Super. Kommt vom Balkan. Mhm. Die haben dort einfach Wahnsinn. Geniale Hölzer. Unglaublich. Mein Lieber, setz dich doch nochmal zu uns, denn ja. Also ich glaube sowieso, dass es das hier wird, oder? War das da unten oder war das? Ich kann schon gar nicht mehr reden. Du kannst nicht mehr reden. Wenn du das in dem Licht auch noch siehst, schau dir das mal an. Das ist unfassbar. Das ist Wahnsinn. Leute, aber ich bin schon. Ich mach da noch ein bisschen Feuer drauf. Es ist ja. Oh Mann, schau dir das mal an. Ja. Das ist ja unglaublich. Das ist Wahnsinn. Ich muss das nochmal in die Kamera halten. Das ist unfassbar. Hin und her bewegen, dass man sieht, wie dreidimensional das ist. Herrlich. Und wenn das nachher lackiert ist, dann kommt das noch einmal stärker raus. Natürlich. Stützstrumpf B, stellt euch das vor. Genau so. Wie gesagt, da müssen wir noch reden drüber. Und dann würde ich nämlich sagen, verabschieden wir uns jetzt mal hier. Sehen uns dann spätestens, wenn es was zum Sehen gibt. Genau. Wenn es was zum Sehen gibt, also in 3-4 Jahren. Ja. André, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Das war super interessant. Danke dir. Ich freue mich riesig auf die Gitarre. Das wird der Wahnsinn. Ich freue mich auch drauf. Mir macht es immer Spaß, für nette Menschen Instrumente zu bauen, wo man Spaß hat miteinander. Super. Und danke dir. Nachher was Tolles rauskommt. Ja, rein, ne? So nett. Und Hauptsache meine klingt besser als seine. Dann ist alles gut. Das kriegst du zum nächsten Mal. Tschüss. Bis nächstes Mal. Ich sag's nicht weiter.